Caliban, die Geburtsstätte der Sith. Wir glaubten, vom Imperium seien nur noch Ruinen geblieben. Ich schwöre es. Ich hatte keine Ahnung, was in den Kisten war. Ich bin unschuldig. Ihr habt Sith-Artefakte geschmuggelt, Captain. Na schön, dann behaltet sie einfach. Aber gebt mir mein Schiff zurück. Nicht umdrehen. Ich inspiziere nur die Truppen. Satil, was ist? Ich spüre große Dunkelheit. Das Sith-Imperium ist zurück. Wir müssen die Republik warnen. Unsere Fähre sind viel zu langsam. Tja, ich weiß, wer das schnellste Schiff im Sektor hat. Stationsverteidigung umgangen. Alle Mann evakuieren. Achtung! Noch fliegen. Es ist nicht hübsch, aber hält was aus. Captain, macht das Schiff klar. Das ist unser Kampf. T7, die Ionenkanone! Satil, dich erwartet ein anderer Pfad. An die Geschütze, los! Der Hyperantrieb ist fast soweit.
sind entkommen, Meister. Ihr habt versagt. Nein, Malgus. Das hier hat gerade erst begonnen. Ja. Nach 1000 Jahren ist Korriban wieder in unseren Händen. Willkommen zu Hause. Rache. Darum sind wir hier. Wir treffen den Feind ins Herz. Treiben ihn an den Abgrund. Der Plan des Imperators steht. Unsere Verbündeten sind stark. Die Jedi jagten uns, verbannten uns in die dunkelsten Ecken. Sie wären uns für immer los. Aber jetzt... endlich... sind wir zurück. Unser Hass nährt uns, bis die Republik in Trümmern liegt. Willkommen zu einem neuen Let's Play, nennt sich Star Wars The Old Republic. Ich bin nicht alleine hier, ich habe mit dabei die Deppen von Left 4 Dead. Hi. Ah, Deppen von Dienst. Die Deppen vom Dienst, ne? Also unter anderem Captain Hase. Hallöchen. Der Pro-Gamer in diesem Spiel, der Mr. Baum. Der Unerfahrene in diesem Spiel. Und der Vestas. Der das Spiel auch schon zwei Stunden gespielt hat. Und der Leber für diesem Spiel. Ey. Der Zwei-Stunden-Spieler, keine Ahnung. Ich hab das bis 20 gespielt. Etwas höher. Also, ich hab's bis Level 10 gespielt. Wow. Siehste? Aha. Gut. Wir spielen hier auf der bösen Seite, das Sith-Imperium. Wir sind böse. Böse. Haben hier mehrere Klassen hier zur Auswahl. Einige davon sind kacke, einige davon nicht. Ich nehme eine davon, die ist bestimmt voll kacke, ist mir egal. Ne? Und machen wir mal auf weiter. Da haben wir 300.000 Rassen hier zur Auswahl. Habe ich mir lange im Vorfeld überlegt, was nehmen wir denn? Nehmen wir Mensch, Cis, Cyborg oder Zaprak? Und ja, nach langem Überlegen und mit Absprache mit den anderen hier, nehmen wir dann doch die Cis. Und dann gucken wir mal.
Was ist daraus wild? Ich nehme natürlich einen männlichen hier. Jetzt wird sich zeigen, wozu. Heute gibt es mal keinen Tittenbonus sind. Und dann wird er hier mal eben schnell erstellt. Ja. Oh. Kein Tittenbonus in diesem Let's Play. Es tut mir leid. Langweilig. Wir sind ja, voll die also, schwule Truppe. Keine Frau dabei. Na, die angeln wir uns, ne? Nicht? Ja. Okay, ja gut. Dann nicht. Mit deinem Charme kann das nur gut werden. Ja, also mit meinem Charme, also ich sehe, ich bin da auch sehr zuversichtlich, ja. Definitiv. Ne? Und von daher wird schon. Nicht? Doch, doch, bestimmt. Ich habe höchstes Vertrauen in dich, also das passt schon. Du und Vertrauen. Ja. Die macht es mit dir. Ha, verstehst du? Weil wir Star Wars spielen. Du weißt, dass das ganz schön scheiße war. Kopf meets Tischplatte. So. Okay. Charakter ist mehr oder weniger erstellt hier. Muss ich ihn jetzt noch benennen? Nehmen wir ihn tatsächlich. Muss ich auch lange überlegen, was nehmen wir denn jetzt? Ne? Weil Mammut ist ja jetzt vergeben. Nehme ich dann den wissenschaftlichen Namen, den ich auf Wikipedia entdeckt habe, und freue mir einen Keks. Mammutus. Passt aber nicht unbedingt zum Charakter. Ja, warten wir. Warten wir. Und? Na? Ladebildschirm. Wow. Cutscene gleich. So kam ich auch zu Lagomorpha. Es war mal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Schuhkarton. Lesen, och ne. Leute, ach, nee, also das lese ich jetzt nicht vor. Es reicht, wenn ich da drüber quatsche wegen der scheiß GEMA. Darum ist mir das jetzt auch scheißegal, dass da ein Prolog steht und der Sith-Krieger. Ja? Solange da keiner redet, ist das relativ egal. Aber solange du halt eine Cutscene hast mit viel Text, ist es dann, ne? Das ist Text. Keiner will Text vorgelesen haben. Text hat man zum Lesen. Du kannst ja die Musik mitsummen. Diesen ehrenvollen Auftrag überlasse ich dir. Sofort, geh mal sofort rausnehmen, dass wir ja, das geht definitiv. Ja, also, da sagt er, geh mal, oh, wir haben hier Songpassagen von Interpret Lagomorpha. Das geht gar nicht! Ne, und ja. Ne, so ist das halt mit der GEMA. Ist ein kleines Arschloch. Besser nicht anzutrollen. Meinst du? Mhm. Gar nicht gut. Nee, wenn jetzt schon so vehement geschrien wird, nehme ich nicht sein. Ja, definitiv. Sehe ich auch so. Gut. Also der lange Text ist gleich hier vorbei. Ja. Ja. Diese Wall of Text, die so langsam, aber sicher... Ich werde hier so langsam randlösig in meinem kleinen Raum hier. Ich springe schon die ganze Zeit von links nach rechts. Die Wände kommen immer näher, ich sag's dir. Ja. Cutscene geht weiter, Cutscene geht weiter, oh mein Gott! Dramatik. Oh mein Gott! Hey, guck mal, das bin ich. Mann, sieht so scheiße aus. Sagte der Ratataki. Soll ich jetzt auch rauskommen oder wie oder was? Ja, du musst sagen, wann wir dürfen, ne? Ich bin draußen. Ich weiß gar nicht, wo muss ich immer rausgehen? Aus dem grünen Portal. Erstmal die Quest annehmen. Da bist du ja endlich. Ich muss ja noch mit so einem komischen Schwarzen reden. Viel zu tun und die Zeit läuft uns davon. Ja, das ist Schwarz, ich bin unser Ausbilder. Das weiß ich auch nicht. Seit Jahrzehnten beaufsichtigt, weil er die Drecksarbeit die macht. Prüfung, um festzustellen, wer des Sith Ordens würdig ist und wer nicht. Die Prüfungen sortieren die Schwachen aus. Da laufe ich bestimmt, ja. Wer sich den Prüfungen stellt, kann entweder überleben und zum Sith werden. Du hast unten eine Minimap. Oder sterben. Merkt euch meine Worte. Ich bin zum Sith geschubst. Deine Bestimmung hat dich sicher nicht so weit gebracht. Du bist nur meinetwegen frühzeitig hier. Ich verlange, dass du mir Gehorsam leistest. Du wirst dich den Prüfungen stellen und mir dienen.
Dafür mache ich dich zum mächtigsten Akolyten hier. Der will, dass ich ihm diene. Ich glaube nicht. Ihr haltet euch lieber an euer Wort, Tremel. Gib deine Zweifel vorn an der Tür ab, dafür ist kein Platz. Wir haben hier keine Zeit zu verlieren. Die Prüfungen an sich sind schon schwer genug, aber sie sind bei weitem nicht die größte Gefahr für dich. Hier gibt es einen Akolyten namens Vemrin. Er ist dein Feind und er wird versuchen, dich zu töten. Wir müssen dich darauf vorbereiten. Immer diese Leute, die einen töten wollen, nehmen. Soll er es ruhig versuchen? Ich werde ihn vernichten. Unter meiner Führung wirst du eines Tages all deine Feinde vernichten können. Das Übungsschwert, mit dem du hier angereist bist, ist unzureichend. Du bist immer noch in diesem kleinen Raum, ne, Warbaum? Nee, ich bin gerade auf dem Weg in dieses Grab. Du brauchst eine dominante Waffe. Ja, in Adjunta Pauls Grab gibt es eine alte Waffenkammer. Ich stehe hier vor diesem Dort wirst du ein starkes Sith-Kriegsklinge finden. Ich glaube, ich brauche ein paar Dinger. In dem Grab wimmelt es von Chlorschiffen. Er kann nicht warten. Bösartige Kreaturen. Unglaublich. Was verstehst du unter Warten? Sie waren das Ende vieler Akolyten. Das war der kürzeste Weg, ich dachte, wenn da bin ich. Dumm genug, sind, meinen Weg zu kreuzen, werfe ich ihnen ihre Köpfe zum Fraß vor. Ja, wenn du die Kriegsklinge gefunden hast, solltest du sie noch im Grab aus meinem Raum rausgegangen. Blut trinken. Ich bin ja noch beim Quatschen, weil ich in meinen Gemächern in der Akademie auf. Wo quatschen da einer? So, hab jetzt auch fertig gequatscht. So, gibt's hier irgendwo Untertitel, damit die Leute wenigstens mitlesen können? Escape, Einstellungen, Benutzeroberfläche. Benutzeroberfläche. Untertitel bei Gesprächen. Mich jetzt verarschen. Untertitel bei Gesprächen, Dialog. Nein, okay. Anwenden. Yay, er hat da könnt ihr auch Dialogausrichtungsgewinn anzeigen, ist ganz praktisch. Okay. Hey, gut. Da sehe ich einen. Hey, ich sehe da auch was. Oh. Hey, ein Mr. Bau. Was geht da? Wo war das mit dem Sachen einstellen da? Was ihr da gerade hattet? Escape, ja, Einstellungen. Ja. Benutzeroberfläche, dann Kategorie Gespräch. Lass du da Dialogausrichtungsgewinn anzeigen. Okay. Sollte man machen. Jetzt fast einmal im Kreis hüpfen. Eben kurz hier raus. Gruppeneinladung. Ja, ja, wenn schon, wenn schon. Ne? Also wir questen ja hier einigermaßen gemeinsam. Baum hat ja schon... Bleibst du hier? Ich hab schon halbes Level. Sitz, Bauer, Platz, pfui, aus. Also wirklich, Baum, mach Sitz. Wo bist denn du? Setz dich hin. Ich stehe gerade am... Kinders hinsetzen. Mit X. Auf Y ziehst du deine Waffe. Und dann zieht er seine Waffe. Also zieh ich meine Waffe. Okay. Du hast aber ein schönes Leuchteschwert, hast du. Nennen wir es Schwert. Das ist Lichtschwert. Es ist noch kein Lichtschwert, das ist ein Prügelstock. Dann kann ich aber einen Lichtschwertschlag machen. Also, es ist ein Lichtschwert. Wo seid ihr denn? Wir sind hier aus dem grünen Portal raus. Ja, auf der anderen Seite ein Portal, also. Ja, auf der anderen Seite kommen die Sith Inquisitoren raus. Werdet ihr ausgespuckt? Ach, da. Hey! Hi! Wie ist die Luft da unten? Oh, es geht. Okay, so viel kleiner als ich bist du gar nicht. Hat er aber einen großen ausgewählt, du. Ja, muss mal sein. Boah. So. Was ist denn jetzt unsere Quest? Erkunde die Waffenkammer. Wo ist die Waffenkammer? Drückst du M für Minikarte. Wird dir M da angezeigt. Mein Gott, da läuft mir was hinterher. Nimm's weg. Ach, bleib was mal locker hier. Bleib mal locker. Ein Name hier. Bleibt mal hier oben. An diesem Teil könnt ihr euch ja praktisch registrieren. Da könnt ihr später bei schneller Reise zurückkehren. Das ist die SWTOR-Version vom Ruhestein. WTF. Okay. Weiß ich Bescheid. Also ihr könnt dann bei der Schnellreise aussuchen, wohin ihr euch porten wollt. Wo meine Schnellreise ist? Ah, da. Okay. Der kleine... Diese blaue Button hier ist totalen Todes. Gut. Also Waffenkammer, ja? Ihr müsst es eigentlich noch Quests für diese scheiß Schnecken geben. Hätte ich da vielleicht mit irgendwem sprechen sollen? Ach nee, ich hab die Quest schon, aus irgendeinem Grund. Quest schon abgeschlossen. Nee, nicht abgeschlossen, sondern halt, die ist mein Questlog drin. Ich bin fertig damit. Nee, Quatsch, das ist die Bonusquest vom Hauptquest. Ah, okay. Storyquest, so war das. Okay. Hätten wir das auch geklärt. Der Pro kennt sich aus, man merkt es. Ja, warte doch, wir sind noch nicht so weit. So, jetzt bin ich soweit. Da leuchtet was. Ich muss meine Spielsound runterstellen.
Mach doch etwas, damit der Baum nicht so schnell vorläuft hier. Oh, ich bin schwach. Nimm mal muss jetzt, einer jetzt machen, festketten ja. oder so. Hey, da hat jemand ein Level ab. Ja, was mach ich jetzt beim Level ab? Oh, geht das automatisch oder? Das ist automatisch. Anfangs ja. noch gar nichts, ja.